Hallo, mein Name ist Lena Dittenissen und ich bin Filmemacherin und Künstlerin. Und ja, weil wir eben ja darüber reden, ja auch, ich habe Nazi-Hintergrund. Ich habe mir in den vergangenen Wochen viele Gedanken darüber gemacht, ob ich mich irgendwie öffentlich äußern soll oder nicht zu dieser Debatte. Und der Grund, weshalb ich sehr lange damit gehadert habe, das zu tun, liegt daran, dass ich meine Meinung und Haltung und Gefühle schon oft verändert haben in den vergangenen Wochen dazu, ausgehend von eben unterschiedlichen Beiträgen, die ich gelesen oder angehört oder mir angesehen habe. Und diese Nuancen, die sich da bei mir verändert haben, ja, die sind jetzt irgendwie so ein bisschen die Grundlage für das, was ich gerade aufnehme. Und sind aber auch der Modus, in dem ich die aufnehme. In dem Sinne ist irgendwie dieser Begriff für mich wie so ein Raum, in den man reingehen kann oder in den ich reingehen kann und über den und in dem ich nachdenken kann. Und der hat auch was mit mir gemacht, der hat aber auch was mit meinem Umfeld und mit mir gemacht. Weil einige Freundinnen und Freunde, seit es dieses Video von Mashtari und Sintujan gab, mit mir über den Nazi-Hintergrund ihrer Familie sprechen wollten. Der Grund dafür, dass sie das eben gerne mit mir besprechen wollten, war das oder ist, dass ich eben jetzt schon seit längerem künstlerisch zu meiner eigenen Familiengeschichte arbeite. Die wollen über diesen Begriff reden, die wollen über ihre eigene Familiengeschichte reden und die wollen darüber reden, wie ich damit umgegangen bin oder damit umgehe, künstlerisch und auch privat. Ich finde, die interessante Frage, die sich stellt, ist, warum haben die das vorher nicht gemacht? Die ersten Reaktionen, die ich darauf bekommen habe, waren eher ein bisschen widerständlich. Da ging es eher darum, dass gesagt wurde, na Lena, bist du dir sicher, dass du es machen willst? Und das ist irgendwie eine Lebensaufgabe und du wirst niemals damit fertig werden. Und das hat sich jetzt geändert. Jetzt sind es andere Gespräche. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt und der sagt etwas darüber aus, was es macht, wenn es plötzlich eine Gruppenzuschreibung gibt, glaube ich. Ne? Weil bevor es die gab, war mein Projekt anders eingeordnet. Ich glaube, die Frage, die sich eben in diesen Gesprächen immer stellt, ist sozusagen, was geblieben ist von diesen Geschichten, die eben häufig nicht so erzählt wurden in den Familien. Da kann man natürlich fragen, wie im Ursprungsvideo, was sind die materiellen Kontinuitäten, die sich aus der individuellen Vergangenheit der Familien für bis heute ergeben. Und dann gibt es aber noch diesen anderen Teil des Erbes, der eben der psychologisch zu betrachten ist und emotional. Und wo es um Affekte geht. Und das ist die Ebene, in der ich mich bewege mit meinen Projekten und das ist auch die Ebene, auf der ich mit anderen Menschen dann spreche, wenn sie mich kontaktieren. Ich habe darüber nachgedacht, warum das jetzt so ist, dass ich jetzt viel mehr über mein Projekt spreche mit Freundinnen und Freunden oder Bekannten oder auch unbekannten Personen als vorher. Also sind zwei Dinge irgendwie. Ne? Auf der einen Seite gibt es da dann jetzt eine Gruppenzugehörigkeit und dadurch, dass Personen, die sich selber als Personen mit Nazi-Hintergrund jetzt identifizieren können, gehören sie zu einer anonymeren Gruppe sozusagen. Und das muss gar nicht mehr unbedingt so sehr um die individuellen Familiengeschichten gehen, sondern jetzt kann man diesen Begriff nehmen und über den Begriff etwas abhandeln, wozu man sich positioniert. Das ist das eine, ich habe das Gefühl, da funktioniert dieser Begriff eher wie so ein Schild. Das ist jetzt ein Anlass, aber der Anlass hat eine Form, die dazu führt, dass ich das nicht zu persönlich tun muss. Und das andere, was dadurch passiert, habe ich das Gefühl, ist, dass ja häufig so SprecherInnen für Gruppen gibt. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, bin ich jetzt eine Sprecherin für die Gruppe von Personen mit Nazi-Hintergrund? Und wenn ja, will ich das sein? Und wenn ja, was kann ich denn dann dazu sagen? Ne? Genau, also will ich für die Gruppe sprechen? Bin ich jetzt sozusagen eine Ansprechperson für Personen, die sich dieser Gruppe zugehörig fühlen? Und möchten die, die mich da ansprechen, wollen die, dass ich dann für die mitspreche oder wollen die das nicht?
So. Und wenn die das wollen, was wollen die dann von mir? Was soll ich dann sagen, sozusagen?